Hallöchen, herzlich willkommen zur 14. Folge des Let's Play Democracy 3. Das stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Nahrungsmittelpreiskrise. Globale Nachfrage und eine Abnahme der Produktion in Übersee resultieren in einer massiven Erhöhung der Lebensmittelpreise. Dies wird offensichtlich besonders die Ärmsten der Gesellschaft treffen, obwohl es vielleicht auch diejenigen unserer Bürger, die zu viel essen, davon abhalten wird, noch mehr zuzunehmen. Okay. Fettleibigkeit wird direkt angetroffen, aber arm und die niedrigen Einkommen werden getroffen. Okay. Und organisiertes Verbrechen. Die Polizei hat das Problem mit der organisierten Kriminalität geknackt und die Crime Lords sitzen jetzt hinter Gittern. Wie schön. Dann haben wir das also erledigt. Das hat uns von Anfang an begleitet, oder? Ja, von Anfang an war das mit dabei und wir wussten nicht genau, was wir machen. So, das ist weg. Das hat uns auch relativ viel Geld gekostet. Jetzt sind wir mit dem Überschuss. Wir haben uns gemausert. Eben hat man einen Überschuss von 4, jetzt hat man einen Überschuss von 4, ja, 5,2. Bis 4, irgendwas hatten wir. Das ist ja schon mal schön. Jetzt gucken wir mal gerade. Das Wasser hat wieder einen kleinen Knick nach unten gemacht, wir sind aber noch nicht raus. Ja, die Gewalt gegen Roboter ist gleich geblieben und der Unternehmensexodus ist stagniert. Wahrscheinlich ist das unser größtes Problem im Moment, oder? Ja. Die Frage ist aber, ob wir Arbeitsschutzgesetze, Mutterschaftsurlaub, Arbeitsrechte und Co. dafür opfern wollen. Oder ob wir es einfach durchhalten. Ich möchte auch ungern jetzt hier an den Arbeitsrechten was drehen, dass ich sie senke. Was haben wir noch? Arbeitsschutzgesetze haben wir maximal. Könnten wir auch gucken, ob wir die ein klein wenig. Aber jetzt tatsächlich so, ich denke, also ich ertappe mich jetzt auch wieder dabei. Wir könnten ein bisschen dran rumspielen, aber im Prinzip bin ich jetzt erstmal davon überzeugt, dass ein hoher Arbeitsschutzgesetzstandard etwas sehr, sehr Sinnvolles ist. Und ich finde es eigentlich total furchtbar, Arbeitsschutzgesetze, also den Arbeitsschutz zu senken, um gutes Wetter für Unternehmen zu machen. Herzlich willkommen in einer der ganz großen wirtschaftspolitischen Debatten, die wir immer wieder führen, von jeder Wahl nach jeder Wahl immer wieder klar ist. Diese Frage taucht immer dann auf, wenn es um Abwanderung von Arbeitskräften geht und um die schlechten Standortbedingungen in Deutschland. Und neben irgendwie Steuergesetzgebung und Co. taucht natürlich auch so eine Frage auf. Ja, also. Und jetzt ist so ein Stück weit das Schöne, dass wir das ganz allein entscheiden können. Wir können jetzt einfach entscheiden, ist uns das jetzt wichtig und wir halten das durch? Ja. Oder nicht? Wir könnten auch überlegen, ob wir die CO2-Steuer ein Stück weit runternehmen, damit die ein bisschen entlastet sind. Das könnte dann aber dazu führen, dass wir uns den Climate Fund nicht mehr leisten können. Und ich glaube, da gab es dann nur noch die Variante 13 Milliarden oder 24 Milliarden. Genau, ja. Das war in Stufen, ja. Und Mutterschaftsurlaub möchte ich eigentlich auch nichts dran drehen. Und die Automation Tax haben wir eingeführt, damit wir irgendwie unsere Gewalt gegen Roboter in den Griff kriegen. Im Prinzip haben wir wahrscheinlich auch ein Problem, wo haben wir sie denn? Wo sind denn unsere Arbeitslosenzahlen? Arbeitslosenzahlen. Hier ist irgendwas passiert, wo nicht eine direkte Auswirkung von unseren Entscheidungen war. Ursachen. Agrarsubventionen, Kinderbetreuung. Militäraufwand. Ach, das erniedrigt das, genau. Es ist wieder, man muss umdenken. Agrarsubventionen sorgen dafür, dass die Arbeitslosenzahlen runtergehen. Kinderbetreuung auch, Militäraufwand auch, der Polizeiapparat auch, Gefängnisse ebenfalls. Bahnermäßigungen sorgen auch dafür. Straßenbau, wissenschaftliche Förderung. Arbeitslosenunterstützung sorgt dafür, dass die Arbeitslosenzahlen ein wenig höher sind.
Technologie sorgt dafür, dass die Arbeitslosenzahlen höher sind. Produktivität, Immigration, das BIP massiv und die Automation. Naja, wir haben gerade versucht, das Wirtschaftssystem relativ modern umzugestalten. Ja. Wir haben versucht, auch das noch zu unterstützen mit ganz viel Fortbildung und Weiterbildungsprogrammen und also ganz viel Förderung ringsum. Das Dilemma ist aber, dass du erstens nicht jeden in solche Förderungen kriegst, weil es nicht für jeden was ist, außer du bist ein sozialistischer Staat und heißt die Leute einfach zu, wie es dir gerade so beliebt. Ja. Und zweitens, ich einfach auch nicht glaube, dass das funktioniert top-down. Und das Einzige, was wir in dem Spiel machen können, ist, dass wir das von oben verordnen. Wir können das immer noch mal links und rechts unterstützen mit einzelnen Dingen. Mhm. Aber so richtig von alleine, dass dann wir das direkt auch sehen, dass es in der Arbeitslosen, also in der Senkung der Arbeitslosenzahl mündet, das also sehe ich zumindest so. Ich weiß nicht, ob es hier da anders geht. Also ich denke gerade die ganze Zeit, ach, da haben wir eigentlich überall schon was gemacht, aber richtig zündet es noch nicht. Woran liegt es? Und mir fällt auch, habe auch den Eindruck, dass so Sachen, die wir so diskutieren, da gar nicht so seinen Beitrag leisten. Ja, ich denke mal, dass ein großer, ja, also das, was ich befürchtet hatte, ist, wenn wir beim BIP reingucken, die Weltwirtschaft ist im Moment der Faktor, der das BIP nach unten zieht. Ah, und unser Unternehmensexodus. Wir können gucken, ob wir die Auslandsinvestitionen, da hatten wir ja schon so ein bisschen reingedreht. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal erhöhen können. Weil momentan mit der Situation der Weltwirtschaft, das ist, also müsste es ja jetzt so sein, bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch verstehe, dass die Unternehmen, ja, also beziehungsweise Leute wissen auch nicht so richtig, wohin mit ihrem Geld. Ja. Und sie investieren es aber nicht bei uns, weil unser Standort nicht attraktiv genug ist. Einerseits aufgrund der unserer tollen Arbeitsschutzgesetze und andererseits weiß ich nicht. Ja, beziehungsweise unsere Unternehmen laufen weg. Ja. Genau. Was können wir also noch machen? Eine Frage wäre, was können wir noch subventionieren, dass sie kommen, aber es bringt uns auch nichts, wenn wir dann draufzahlen und im Endeffekt Leute nur so lange kommen und das tun, wie wir das subventionieren. Ja. Das hilft ja auch nicht. Eine Sache, die wir machen könnten, wäre, weil wir jetzt den Exodus haben und wir haben im Moment auch den hier, ne, hohe hier, das hier, ne, Technologievorsprung. Da sind wir nach oben gekommen und stagnieren. Stoppauslöser ist erst weiter unten. Und Technologie haben wir sehr viel für getan. Was auch in diese Gewalt gegen Roboter reingeht. Wir könnten überlegen, dass wir diese Unterstützung für Roboter, dass wir diese Förderung, wo ist die denn? Die Förderung, das hier ist die Steuer dagegen. Wir hatten doch eine... Da, Zuschüsse zur Robotikforschung. Wir könnten... Das kostet nur 7%. Also das hier ist tatsächlich noch... Industrial Automation ist noch am Steigen. Also weil es 16 Quartale dauert. Die Technologie wird davon nur sehr wenig beeinflusst. Aber wir stoppen die industrielle Automation, indem wir jetzt einfach 7 ausgeben und dieses Projekt komplett stornieren. Zuschüsse zur zur Robotikforschung. Ja, oder wir senken es ein bisschen. Weil wir wollen ja schon, dass langfristig trotzdem die Automation nochmal kommt, weil sonst kommen wir ja auf dem Weltmarkt nicht hinterher. Wenn wir es aber ein Stück weit verlangsamen, indem wir weniger Geld ausgeben, dass dann so, ich weiß nicht, wenn du den Regler, den Kostenregler, ja, ein wenig schiebst, ob dann... Ja, wir könnten tatsächlich runtergehen auf, weiß nicht, 2 Milliarden? Ja. Dann haben wir das eine so, wir können es ja auch immer noch wieder hochdrehen.
Ja, genau. Aber so sorgen wir dafür, dass die industrielle Automation auf jeden Fall erstmal ein klein wenig zurückgeht. Und die Technologie kaum. Und dafür mögen uns die GewerkschafterInnen wieder. Ja, genau. Das finde ich eine gute Idee. Findest du? Ich finde das eine gute Idee, ja. Das, damit haben wir zwar ein anderes Problem angepasst, das wir ursprünglich wollten, aber das ist ja überhaupt nicht schön. Okay. Dann ändern wir das mal. Ja, das möchten wir anwenden. Das ist jetzt relativ langsam. So. Was bei unseren Problemen auf jeden Fall, was die Gewalt gegen Roboter angeht, weil tatsächlich wirkt sich jetzt ja nicht direkt darauf aus, aber es wirkt sich negativ auf die Produktivität aus. Genau. Also das ist völlig richtig. Absolut richtig, dass du es gemacht hast und angeregt hast. Aber ich überlege gerade, was war der Gedankengang davor? Chat! Helft uns! Wir haben ein sehr kurzes Kurzzeitgedächtnis. Ja, ich weiß, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Geheimdienste abschaffen? Nee, so sind wir nicht da drauf gekommen, aber stimmt, Geheimdienste war auch noch eine Sache, wo wir Geld sparen können. Ja. Auf jeden Fall haben wir da jetzt auch Geld gespart, hier unten. Das ist also der Geheimdienst. Achso, Entschuldigung. Eigentlich wollten wir Geld sparen mit all dem, was wir jetzt tun. Genau. Geheimdienst können wir auch wieder ein bisschen runtersetzen. Ja. Den hatten wir erhöht. Ich würde das jetzt tatsächlich mal auf 4. Warte mal, was hatten wir am Anfang? 4,7, ja. 3,5. Ein kleiner Geheimdienst? Ja, ist ja klein und von mir aus fein. Ja. Spart auch wieder ein bisschen Geld. Wir hatten den vor allem hochgedreht wegen der organisierten Kriminalität. Ich weiß es wieder. Wir wollten ein angenehmes Klima schaffen, damit in Zeiten der schlechten Weltwirtschaft sich Unternehmen trotzdem bei uns ansiedeln, ohne dass wir dafür Arbeitsschutzgesetze eindämmen. Genau, und ich glaube auch, ein Faktor ist, wenn es keine Gewalt gegen Roboter gibt, dann ist es auch ein Vorteil für Unternehmen. Ich glaube, genau. So war mein Gedankengang, ja. Genau, und da wir es nicht gestoppt haben, sondern nur ein Stück weit gekürzt, können wir immer noch sagen, wir machen in dem Bereich was. Genau. Ich bin übrigens permanent versucht, zur Maus zu greifen und selber hier überall drauf zu klicken. Dabei sehe ich das ja auch alles. Aber dann führe mich doch mal, wo du den dann als nächstes hinhaben willst. Ich hänge immer noch. Ach genau, die Frage von vorhin war noch, ob wir diese Auslandsinvestitionen, ob wir da noch irgendwas machen können. Auslandsinvestitionen, ja genau. Da hatten wir Steuervergünstigungen für Auslandsinvestoren, meinst du? Die wollte ich mir nochmal angucken, was da. Die hatten wir sehr niedrig gesetzt, weil die sehr teuer waren. Aber die heben das BIP. Richtig, deswegen würde ich vorschlagen, die zumindest solange die Weltwirtschaft gerade nicht so gut dasteht, ein Stück hochzudrehen. Okay, wir sind bei 3,7. Da, das Doppelte wäre ungefähr hier. Damit pushen wir das BIP um 1%. Das ist nicht schlecht für 4 Milliarden. Ich finde auch, dass das nicht schlecht ist, zumal die Hoffnung besteht, dass die Folgekosten bzw. die Einnahmen, die sich daraus dann wieder ergeben, weil die Unternehmen da sind und Einnahmen generieren, dass das noch was bringt. Also das würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, bist du einverstanden mit 7,2 oder wollen wir noch ein bisschen höher? Nein, ich plädiere sonst immer so für Sparen, deswegen wäre es nicht so gut, wenn ich jetzt sage, komm, hau raus. Lass es uns mal so lassen. Okay, dann haben wir es verdoppelt. Einfach nur verdoppelt. Also, Änderung. Gut. Könnten wir dann nochmal einen Blick auf die Weltwirtschaft werfen? Das ist ja, also was haben wir hier? Nee, das sind Auslandsbeziehungen. Ich denke mal,
Also hier haben wir Tabelle mit, wo die Weltwirtschaft da ist. Und die Weltwirtschaft ist... Und ich finde, wir kommen da gerade echt gut durch. Ja. Ja, unser BIP ist jetzt gerade, hat jetzt hier gerade einen Knick gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall sind wir mit unseren Einnahmen wieder über unserer roten Linie ein Stück weit jetzt gerade. Und wir haben gerade zwei Sachen gemacht, um Geld zu sparen. Und wir haben ein bisschen mehr eingespart, als wir jetzt doch durch die Auslandsgeschichten rausgehauen haben. Dann wollen wir die nächste Runde eingehen. Wir haben noch 12. Nee. Willst du sie ausgeben? Ich wüsste nämlich gerade nicht, wofür. Ja, ansonsten würde ich jetzt mal gerade bei Außenpolitik, ja, bei Außenpolitik haben wir jetzt nicht wirklich was Spannendes. Wir könnten bei Transport nochmal gucken, bei den teureren Sachen. Aber ein Verbot von sehr schadstoffintensiven Fahrzeugen ist jetzt nicht das Richtige, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, ne? Oder es wieder attraktiv zu machen. Naja, die Frage ist, wer kauft die Autos? Und ich vermute, dass die mittleren Einkommen oder die kleineren Einkommen diejenigen sind mit den etwas veralteten Autos. Das heißt, die werden von dem Verbot möglicherweise jetzt noch eher betroffen. Und ja, das würde ich jetzt noch nicht machen wollen. Wenn wir es irgendwann machen, dann glaube ich, wenn unser Lohnniveau ein Stück gestiegen ist. Ja. Ansonsten könnten wir uns Wohlfahrt angucken, ob es hier teure Programme gibt, wo es sich lohnt, Kapital, oh Gott, One-Child-Policy, also Ein-Kind-Politik. Ja, da ist einiges dabei. Das ist ja krass. Ja, auch der Arbeitsdienst quasi, also die Arbeitsleistung. Ja, verpflichtende Arbeit für die Arbeitslosen. Und ich sehe gerade im Chat Horsti, oder was heißt gerade? Horsti hat gesagt, und Umwelt für Wasserknappheit wäre noch eine Sache. Aber das ist tatsächlich auch nochmal eine Sache, die wir uns vielleicht kurz angucken könnten. Die Umwelt. Wir könnten gucken, ob wir hier bei der Emissionsbegrenzung bei Kfz eventuell hochgehen, weil das ist relativ günstig und macht was für die Umwelt, oder auch bei der Electric Car Initiative, die ist relativ teuer, sehe ich. Also die fanden wir grundsätzlich gut, aber sie ist halt teuer. Und da, die würde ich erst nehmen, wenn wir sicher wieder auf dem aufsteigenden Weltwirtschaftsast sind. Ja. Also zumindest sich so abzeichnet, dass es wieder nach oben geht. Ja. Aber dann würde ich jetzt hier bei der Emissionsbegrenzung tatsächlich vielleicht mal erwägen, dass wir einfach ein bisschen höher gehen, weil es wirkt sich direkt auf die Umwelt aus. Wenn auch langsam, aber für relativ wenig. Und das, was dabei rauskommt, ist, okay, die Einkommen der Autofahrer werden leicht getroffen. CO2-Emissionen wird direkt getroffen. Die Meinung der Autofahrer geht ein bisschen runter, aber Meinungsumfragen haben wir jetzt gerade nicht so ein riesiges Problem mit. Aber ich sehe nicht eine direkte, also die Fahrzeugnutzung geht auch etwas runter. Und das wäre halt ein guter, günstiger Hebel, um auf die Umwelt einzuwirken. Und nicht direkt etwas, was die Wirtschaft schädigt. Jedenfalls nicht unmittelbar hier in diesen Sachen. Das Einkommen wäre jetzt noch so eine Frage. Also das wäre jetzt gerade mein Regulator, über den ich gerne nochmal reden würde, weil ich nicht weiß, okay, wie viel weitere Einkommensreduzierung wir denen zumuten wollen. Das werden wahrscheinlich Pendler sein. Wir haben jetzt versucht, mit unterschiedlichen anderen Subventionsgeschichten sie überhaupt davon zu überzeugen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, zur Arbeit zu bekommen, als mit dem Auto. Wie wichtig ist uns das? Oder sagen wir, ach komm, das sind nicht mehr viele, wir haben genug andere Dinge gemacht.
Die Autofahrer sind jetzt nicht super happy, aber also die Autofahrer und die Umweltschützer kriegen wir wahrscheinlich nie gleichzeitig happy. Ja, ja. Das wäre jetzt auch nicht mein Interesse. Ich hätte jetzt gesagt, wir gucken mal, im Moment läuft es auf ein Einbußen für die Einkommen der AutofahrerInnen auf minus 2,5 hinaus mit das, was wir hier schon eh eingeführt haben. Ganz offensichtlich. Wahrscheinlich steckt hier auch noch CO2-Steuer irgendwie mit drin und so weiter und so fort. Die wird da ja auch drauf wirken. Wenn ich jetzt hier, ich sag mal, wenn ich den auf anstatt minus 2,5 auf minus 3,5 hoch tue, ja, nicht ganz, so. Ja, 3,5. Dann haben wir einen großen Impact für die Umwelt, zwar erst in 16 Quartalen und wir sind, das ist dann quasi, wenn unsere Wiederwahl, beziehungsweise das Ende unserer Amtsperiode ansteht. Die Umweltschützer-Meinungsumfrage interessiert mich gerade nicht, aber tatsächlich wäre das ein direkter Impact auf die Umwelt und wir haben immer noch die Wasserknappheit und das ist gerade die Lebensmittelpreiskrise hinzugekommen. Okay, also schlägt Wasser und Nahrungsmittel das Einkommen der Autofahrer richtig? Ja, weil im Endeffekt ist das hier ein guter Hebel, der kaum Schaden macht, besonders nicht bei unserer anderen Krise, was die Industrie angeht. Und es hoffentlich so weit die Umwelt verbessert, dass wir aus der Wasserknappheit rauskommen. Und dann ist es gut für alle Einkommen, weil der Lebensmittelpreis sinken wird. Logisch durchargumentiert. Ich bin dafür. Danke. Gerne. Kein Grund. Steht. Zack. Schön, ja, das und da muss ich auch direkt das Lob, also der Hinweis kam von Horst hier aus dem Chat für Umwelt und Umwelt für Wasserknappheit, genau, hatte er noch angemerkt. Und in dieser Richtung könnten wir nochmal gucken, ich meine, wir haben jetzt immer noch einen Überschuss, ich hätte jetzt gerne, ach ne, das ist, wir könnten die haben wir schon sehr hoch. Die können wir auch gerne, das kostet uns nicht viel. Von mir aus können wir das auch noch ein Stück hochziehen. Aber es bringt auch nichts. Bringt kaum was. Fahrzeugnutzung. Na, immerhin 0,25. 0,25 weniger Fahrzeugnutzung. Ja, und es kostet uns wirklich nicht so viel. Ja. Also, Fahrrad, was haben wir hier? Cycling Campaign ist wahrscheinlich sogar noch weniger. Ja, das finde ich auch gut. Wir tun auch direkt was für die Gesundheit, also ziehe ich den auch mal hoch. Das ist ja auch wirklich wenig. Ja. Hier haben wir noch Subventionen für emissionsreduzierte Kraftstoffe. Das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Nö. Gar nicht so viel. Aber hier könnten wir auch, jetzt könnten wir überlegen, das noch ein Stück hochzufahren, weil es ja gerade. Genau. Finde ich gut. Begünstigt die Einkommen der Autofahrer. Und da genau, würde ich. Genau, da wäre jetzt auch nochmal so eine Frage. Wenn wir jetzt in realpolitisch müssten wir jetzt überlegen, bis wohin ist eine Subvention sinnvoll? Weil wenn es total subventioniert ist, haben ja die Autofahrer auch nichts wirklich davon, irgendwann doch mal umzusteigen. Ja, das stimmt. Das wäre jetzt eigentlich nur die Frage, wie hoch nehmen wir das? Ich finde, wir können hier durchaus noch ein Stück spielen. Aber nicht bis zum Maximum, sagst du? Ja. Weil die Ausschläge da oben auf der, in dem Bereich Umwelt sind schon echt super toll. Ja, das stimmt. Und auch relativ mit wenig Latenz. Also 4 Quartale macht tatsächlich einiges an der Umwelt. Und da hätte ich jetzt gesagt, wir sind, ich gehe nochmal zurück, 460 Millionen. Wenn wir auf 560, sind wir schon nah an maximal. Ja. Ja. Ja.
Okay. Ja, vielleicht also entweder das oder noch ein Stück runter, aber auch nicht viel runter. Das ist jetzt gerade. Ah, wir haben nicht mehr genug politisches Kapital. Nein. Aber wir nehmen uns Subventionen für emissionsreduzierte Kraftstoffe auf jeden Fall vor. Ich mache mir mal eine kleine Notiz. Wir müssen es irgendwie schaffen, wenn wir das nächste Mal Democracy spielen, dass wir so eine Übersicht haben, wann wir welche Entscheidung warum getroffen haben. Ja, dass wir quasi ein Tagebuch nebenher schreiben. Genau, auf jeden Fall. Und vorher müssen wir uns irgendeine Strategie zurechtlegen, in welche Richtung es geht. Ja. So quasi grober Handlungsrahmen, unser eigenes Wahlprogramm. Ja, stimmt, eigentlich schon. Unser eigenes Wahlprogramm. Wir haben jetzt noch drei. Da würde ich jetzt sagen, wir gehen in die nächste Runde und machen als nächstes die also nehmen die drei mit rüber und machen dann Subventionen für emissionsreduzierende Kraftstoffe. Nehmen wir als nächstes um was hoch und wir sehen direkt, was an unserem Überschuss sich ändert. Ja? Okay, wir haben wieder ein Dilemma. DNA-Datenbank. Die Polizeichefs verlangen, dass es ihnen im Kampf gegen die Kriminalität erlaubt sein soll, eine globale Datenbank der DNA aller Menschen aufzubauen. Dank der DNA-Spuren war es möglich, viele der bisher ungelösten Verbrechen auf die Täter zurückzuführen. Doch gibt es dazu Bedenken bezüglich des Schutzes der Privatsphäre. Datenbanken erlauben. Das wird sich wahrscheinlich als eine unschätzbare Waffe im Kampf gegen die Kriminalität erweisen. Zu lange schon war es dem Verbrechen möglich, die Verantwortung für ihre Verbrechen abzustreiten. Und dank der DNA-Spuren können wir die Zeit wesentlich verkürzen, die Polizei zum Auffinden Krimineller wie Mörder und Vergewaltiger braucht. Wenn man nichts zu verstecken hat, kann man doch unmöglich gegen eine derartige Maßnahme sein. Oder Datenbank verhindern. Das ist eine grundlegende Verletzung unserer bürgerlichen Menschenrechte. Wir müssen das Prinzip der Unschuldsvermutung des Einzelnen aufrechterhalten, bis er für schuldig befunden wird. Der Aufbau einer Datenbank in Big Brother-Stil von uns allen gibt uns das Gefühl, selbst kriminell zu sein. Werden wir unsere Staatsbürger tatsächlich zwingen, dem Staat DNA-Proben zu geben oder sie andernfalls einsperren? Ich habe eine sehr feste Überzeugung, was das angeht. Ich bin gespannt. Was meinst du denn dazu? Oder willst du erst hören, welcher Überzeugung ich bin? Wir können es auch gleichzeitig probieren, aber eigentlich bin ich neugierig, was du denkst. Ich bin dafür, dass eine DNA-Datenbank auf jeden Fall verhindert werden sollte. Ich bin ganz bei dir. Bei mir hat es mehrere Gründe. Vor allem ist halt diese Geschichte mit einer DNA-Datenbank betrifft gar nicht mal als erstes die Strafverfolgung, sondern auch vor allem die Geschichte um das Recht auf Unwissen. Das ist nämlich eine krasse ethische Frage, weil in so einer DNA-Datenbank gibt es dann ja halt auch ohne Probleme die Möglichkeit oder wird sogar eventuell irgendjemand mal beschließen, oh, wir haben eine DNA-Datenbank, lass uns doch mal schauen, wer eine genetische Disposition gegen irgendwelche schweren Erkrankungen oder sowas hat. Oder das ist halt eine Gefahr. Also einfach, weil diese Daten da sind, kann man damit, geht das in so einen hochpersönlichen Bereich rein und du kannst halt diese Sachen halt einfach nicht ändern und vor allem ist DNA-Material ja immer auch, wenn irgendetwas in deiner Familie ist, also von Bruder oder Eltern oder so etwas, das ist ja dann, das trifft dich ja ganz genauso. Also das ist erstmal eine Gefahr. Und was hier gar nicht so richtig mitschwingt, diese DNA-Datenbank, das, was angestrebt wird seit ein paar Jahren, nämlich nicht mehr nur den genetischen Fingerabdruck in der Strafverfolgung zu machen, sondern so eine Art Profiling, dass man anhand von DNA-Markern bestimmt, wie jemand aussieht. Das ist keine gute Wissenschaft. Du kannst halt, ne, also, weil jemand, der nicht gut Statistik kann, und das sind die meisten Menschen, wenn jemand hört, oh, unser Verdächtiger hat zu 82% schwarze Haare und zu 78% dunkle Haut. Nach wem wird dann gefahndet? Einem Südländer. Das Problem ist,
Die Chance ist nicht gering, dass der Mensch braune Haare hat und weiße Haut. Das ist halt so eine Sache. Diese ganze Geschichte mit Strafverfolgung DNA für schwere Straftaten, um quasi, wenn man Beweislage vor Ort hat und dann jemanden so zu suchen. Ich kann verstehen, dass das mit der DNA-Datenbank total praktisch ist, weil dann finden wir jeden. Aber an der Stelle bin ich absolut krass dagegen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Zwar aus anders gelagerten Gründen. Ich glaube, also über diesen Bereich Ethik muss ich noch mal so ein bisschen nachdenken. Ja. Wir kennen uns ja schon so ein paar Jahre und es gab immer mal wieder den Moment, wo wir uns über Wissenschaft und Ethik und Moral und Demokratie und so unterhalten haben. Und ich merke gerade, dass das auch da wieder so reinspielt. Was darf Wissenschaft, wo oder was ist auch nicht, oder wo ist Frage von institutionellen Regeln, für ethischen Regeln, egal ob das in politischen Institutionen ist oder in wissenschaftlichen Einrichtungen. Und so, also das finde ich eine ganz spannende Frage und irgendwie schade, dass wir jetzt auch gar nicht so richtig ewig weiter ausdiskutieren können. Vielleicht wäre das mal was für einen anderen Dienstagspolitikabend. Ja. Ich bin aber dennoch auch für Datenbank verhindern, weil ich nicht sehe, dass wir eine demokratische Weltregierung haben mit rechtsstaatlichen Institutionen und Prozessen geträgt, dass tatsächlich nur im Rahmen eines Prozesses, der rechtsstaatlich abgesichert ist, Leute auf diese DNA-Daten zugreifen können, was ja momentan der Aktstand ist, wenn wir uns über DNA-Datenbanken im Bereich der Strafverfolgung unterhalten. Und das Ganze jetzt aber auf Global Scale umzusetzen, das sprengt mein Vorstellungsvermögen zumindest in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten. Ja, wir sind uns einig, Datenbanken verhindern. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!